das Stabsmusikchor der Bundeswehr, Ihr Haus- und Hofmusikchor. Das weiß ich. So ist es. Können jede Nationalhymne spielen, in- und auswendig. Ja, also herzlichen Dank, dass Sie hier sind, aber vor allen Dingen herzlich willkommen, liebe Gäste von nah und fern, liebe Kinder, liebe Jugendliche und liebe Erwachsene. Hallo. Läuft, ne? Wo sind denn überall Kinder? Die können mal alle Hallo rufen. Oh, ist ja super. Wir haben mehr Kinder als Erwachsene hier, das ist schön. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich vor dem offiziellen Eingang des Bundeskanzleramtes. Hier gehe ich morgens nicht zur Arbeit, sondern ich komme von dort und gehe da rein. Aber wenn Staatsgäste kommen, dann werden die hier von mir empfangen. Und dann wird da der rote Teppich ausgelegt. Und wenn die Gäste das erste Mal kommen nach einer Wahl, dann gibt es den Empfang mit den militärischen Ehren. Und da wird dann die Nationalhymne gespielt. Und meine Gäste sagen mir immer, dass die Bundeswehr das super kann. Es gibt ja auch schwierige Nationalhymnen, nicht? Natürlich. Welche ist zum Beispiel schwierig? Besonders die südamerikanischen Hymnen sind wie kleine Opernouvertüren. Ja, die sind ganz lang auch. Und die sind besonders schön. Aber auch zum Teil sehr lang, nicht? Ja, durchaus. Ich glaube, welche ist die längste? Die argentinische, die brasilianische? Ja, wir hatten den schönen Moment einmal, das war zu Zeiten der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Und Argentinien kam ja bis ins Finale. Und die Nationalhymne erschien dort immer sehr verkürzt. Und wir haben den Staatspräsidenten in voller Länge empfangen. Und er hat spontan von seinem Podest aus applaudiert. Das war der schönste Lohn für uns. Ah, sehen Sie? Denn die argentinische Nationalhymne ist besonders lang. Genau. Ja, unsere ist so im normalen Mittel, würde ich sagen. Oh, eine Minute. Kurz. Eine Minute, gut. Und dann wird die Ehrenformation abgeschritten. Und dann ist es so, dass die Soldaten, die dort stehen, wenn es ein Ministerpräsident oder ein Bundeskanzler ist, wie ich, dann gibt es nur eine Waffengattung. Wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt aus dem Land, das Meer hat, also Estland, dann kann es sein, dass man, oder Dänemark, dann ist nur Marine. Oder sonst oft ist das Heer da. So, wenn ein Präsident kommt, dann kriegt er drei Waffengattungen. Marine, Heer und Luftwaffe. Daran sieht man gleich, braucht man gar nicht zu wissen, ob er Präsident ist oder nicht. Man sieht gleich, dass was Besonderes ist. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, wenn jemand Geburtstag hat, von denen, die da stehen, von den Soldaten, dann gehe ich meistens ein bisschen früher runter und dann werde ich begrüßt oder ich begrüße dann erst einmal die Soldaten und sage guten Tag, Soldaten. Und die Soldaten, wissen Sie, wie viele das sind dann immer so? 120 oder 100 oder ja, so in der Kante, die sagen dann wie aus einem Munde, guten Tag, Frau Bundeskanzlerin. So, das ist auch immer ein sehr schöner Moment. Und dann gehe ich zu dem Soldaten und grüße ihn und beglückwünsche ihn zu seinem Geburtstag. Und dafür, Frau Bundeskanzlerin, möchte ich Ihnen an dieser Stelle, sonst stehen Sie ja einen Meter vor mir die Front, aber wir können uns schlecht unterhalten. Stimmt. An dieser Stelle im Namen meiner Kameradinnen und Kameraden, auch des Wachbataillons, mein ganz, ganz herzliches Dankeschön für diese persönliche Geste. Die kommt hervorragend bei uns an. Ja. Herzlichen Dank. Ja, manchmal ist man ja ein bisschen in Zeitnot, aber das ist immer sehr schön und man weiß immer gar nicht, ob sich bei Ihnen, es ist ja so, wenn Sie da stehen, dann sehen Sie immer ganz ernst aus. Sie sind natürlich stillgestanden und rührt euch und Gewehr über und Gewehr ab und so zack, zack. Und deshalb ist es dann, man lächelt sich nur mal ein bisschen an, wenn wir da vorbeigehen und ansonsten so. Und man muss eine Sache lernen. Das ist ja nicht einfach, wenn jemand zum ersten Mal diese militärischen Ehren macht. Wenn ich irgendwo hinfahre, kriege ich immer eine Zeitung, eine Zeichnung, wo man mir gesagt wird, wo aussteigen, wo lang gehen, wo stehen bleiben, wo vor der Fahne grüßen und so weiter. Und bei uns ist es ein bisschen kompliziert, muss man schon sagen, wer es das erste Mal macht, weil da ist das Podest, dann geht man so spitz auf den Winkel zu und dann muss man eine ganz scharfe Kurve machen. Und wenn manche wissen dann nicht ganz genau, wie geht das, und dann muss man sich eine Sache merken und dann kommt man auf der ganzen Welt zurecht. Der Gast geht immer nah am Soldaten.
Und der Gastgeber geht immer außen. Und wenn man das weiß, dann kommt man eigentlich um jede Ecke rum. Und das ist recht schön. Und dann gibt es noch ganz schwierige Sachen. Wenn man beschirmt wird dabei. Nee, ja, aber beschirmt ist auch, ja, wenn es regnet, ist natürlich ein bisschen dumm. Dann muss einer hinter einem mit dem Schirm stehen oder hinter den beiden. Nein, ich war jetzt ja in Aserbaidschan oder auch in der Türkei. Da muss man mitten auf dem Weg sich nicht nur vor der Fahne verneigen, sondern steht noch ein Mikrofon. Und da muss man die Soldaten in der Landessprache begrüßen. Und in Aserbaidschan war es jetzt, glaube ich, Salam Asker. Das heißt so gut wie gut, grüße euch Soldaten. Und das muss man dann, kann man ja jetzt nicht aus der Tasche den Zettel holen, so, also hat man da auch ein bisschen Mühe mit. Ja, so ist das. Und dann gehen wir meistens rein, wie Sie ja auch jetzt reingehen können. Und deshalb sage ich nochmal ganz herzlich willkommen.